Ja, hallo, wir sind hier auf der Messe in Mailand am Stand von Shark. Speed R heißt die Neuheit, die die Südfranzosen für uns zur Verfügung haben dieses Jahr. Was sind so die Features von dem neuen Helm, Herr Biebeck? Es ist ein sportlicher Integralhelm mit vielen Features, die wir bisher nur an unserem Topmodell haben. Der Helm ist komplett nicht nur im Windkanal entwickelt, sondern mit Computersimulationen, noch bevor wir in den Windkanal gegangen sind. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr aufwendige Aerodynamik beim Helm und erstmals eine Aerodynamik, die komplett trennt die Luft, die wir brauchen, um das Beschlagen vom Visier einzudämmen und die Luft, die wir nutzen, um das Gesicht, um den Fahrer zu erfrischen. Die sind bei dem Helm erstmals komplett getrennt. Die Luft wird komplett separat in dem Helm geführt, auf zwei verschiedenen Wegen. Und erst am Ende, da wo die Luft den Helm wieder verlässt, zusammengeführt und aus dem Helm rausgezogen, um die Belüftung insgesamt zu verbessern. Dann haben wir beim Speed R ein ganz besonderes Visier. 4,2 mm stark in der Mitte, verjüngt sich zur Seite bis auf 3 mm, was ebenfalls noch extrem stark ist. Und es ist ein optisch nach Klasse 1 korrektes Visier. Das heißt, ein Visier, das sogar den Anforderungen vom Arbeitsschutz genügt. Exakt das gleiche Visier verwenden wir für unsere Rennfahrer, haben wir an unserem Profimodell Race R montiert. Besonderheit zusätzlich, das Visier ist an 4 Punkten befestigt an der Helmschale. Das heißt, das Visier kann nicht weg. Es ist sehr leicht zu wechseln. Einfach nur so ein Clip und dann kann ich es von der Helmschale entfernen. Aber es ist wie eine Verschraubung. Das heißt, das Visier wird beim Sturz, beim Unfallszenario am Helm bleiben und soll auch geschlossen bleiben. Ist uns sehr, sehr wichtig. Und jetzt ist ja immer wichtiger, Bluetooth-Kommunikationssysteme, kann man das da irgendwie reinfrickeln oder wie geht ihr mit dem Thema um? Shark hat in diesem Jahr ein eigenes System auf den Markt gebracht, Sharktooth. Sharktooth ist angepasst, made to measure, für unsere ganzen neuen Modelle, das heißt auch für den Speed R. Besondere an dem System, es ist innerhalb von wenigen Minuten montiert, weil wir ein spezielles Batteriefach haben, hinten im Helm, weil wir Polster haben, die einfach nur festgeklettet sind und die ich dann gegen die Lautsprecher austausche und weil wir die Batterie hinten lagern, eine ganz schlanke Bedieneinheit, ganz dünne Bedieneinheit, die einfach an der Seite des Helmes befestigt wird. Innerhalb von 5 Minuten montiert. Passt, wie gesagt, auf sehr viele Shark-Modelle, auch auf den neuen Speed R und lässt sich nutzen mit Navigationssystemen, mit Handys, für die Kommunikation mit einem anderen Sharktooth-System, das heißt für die Kommunikation Fahrer zu Beifahrer, aber auch Motorrad zu Motorrad, weil wir zu einer sehr guten Sprachqualität auch eine sehr hohe Reichweite haben. Wir haben also etwa 500 bis 700 Meter Reichweite von Motorrad zu Motorrad. Und last but not least, ich glaube das wichtigste Feature an dem Helm für die Sportlichen, auch noch ein bisschen auf zu den Tourenfahrern, ist vermutlich die Sonnenblende. Insgesamt der Helm hört sich an, 399, 94 Euro, was wird der kosten? Nicht einmal, wir haben tatsächlich erstmals bei einem sportlichen Helm von Shark auch eine Sonnenblende integriert. Wir haben andere Features, die an vielen Shark-Helmen mittlerweile Standard sind. Das heißt, das Sharktooth-System, das heißt EasyFit, ein spezielles Polster, das wir haben, was für Brillenträger und Nicht-Brillenträger gleichermaßen geeignet ist. Wir schaffen uns also die eigenen Brillenkanäle und das Ganze zum sehr, sehr aggressiven Preis ab 2,99 Euro. Okay, ab wann wird der Helm verfügbar sein bei den Fachhändlern? Wird im Handel sein, rechtzeitig zur Saison nächstes Jahr. Das heißt, wir gehen von Januar, Februar aus, so ungefähr, okay, dass er in den Läden ist tatsächlich. Danke, ja.